Willkommen zum Tagessegen. Heute heißt es im Matthäusevangelium im 25. Kapitel: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Oh, ist echt zum Gruseln. Ist Jesus wirklich so? Dieses 25. Kapitel Matthäus am letzten, was über das Endgericht spricht, redet über eine ganz wichtige Wahrheit, dass nämlich offenbar wird, wo ich wirklich gelebt habe im Licht Gottes und wo ich mich von der Dunkelheit habe erfassen lassen. Der Fluch, das kommt nicht später, und die Hölle und das Dunkel und alles Mögliche. Ich sehe das eher so: Wir sind oft selbst in der Dunkelheit gefangen. Wir machen das Fenster nicht auf und möchten keine frische Luft. Diese doofen Nachbarn, die jetzt eingezogen sind, die sind eben doof, da rede ich nie mit. Oder wenn im Treppenhaus keiner sauber macht, dann macht eben keiner sauber. Damit verflucht man sich eigentlich selbst und nimmt teil an diesem Egoismus der Welt. Jesus ist so engagiert, dass er ganz deutlich zum Ausdruck bringt: Hey, fangt an, steht auf. Es geht nicht darum zu beschreiben, wie es später wird, sondern darum zu sagen: Du hast jetzt die Chance. Jetzt bewege dich mal. Bring dich in Bewegung und versuche einmal zu sehen, wo du das Heil heute wirken kannst und so mitwirken kannst am Himmel der anderen und an deinem. Es segne sie, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.